Hallihallo meine Hübschen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch meine Top 10 Herbst-Lidschattenpaletten. Wer schon etwas länger auf meinem Kanal dabei ist, der weiß, ich liebe den Herbst oder noch mehr liebe ich zwar Weihnachten, aber ich liebe einfach den Herbst. Alles zum Herbst ist für mich genial. Die Temperatur, die Farben draußen, dass es schön regnet ab und an und man kann sich auf der Couch gemütlich machen, weil ich bin ein Drinni definitiv. Und deshalb, ja, ich liebe einfach den Herbst und rede ganz oft davon, wenn ich eine Lidschattenpalette reviewe, die kann man ganz toll auch im Herbst benutzen und da kann man so schöne Looks mitmachen. Und da dachte ich, ich setze mich mal hin und zeige euch meine Top 10 für den Herbst. Da sind ein paar dabei, die es eventuell nicht mehr zu kaufen gibt. Aber eventuell hat sie der ein oder andere ja auch und denkt sich, genau, da hat's recht. Das ist eine gute Herbstpalette. Also dann schnacke ich nicht vorher so viel drum herum und starte jetzt einfach mit dem Video und zeige euch meine erste Palette. So, und das Ganze wird von klein nach groß passieren, denn oben liegt jetzt die kleinste, dass ich das alles schön gestapelt hier bei mir haben konnte. Und damit starte ich jetzt auch. Und das ist eine Palette, die müsste es noch geben. Aber sie ist eigentlich von denen, die ich euch zeige, die unscheinbarste Palette für den Herbst. Aber eine so tolle Wahl für den Herbst. Und zwar von Tarte die Tartlet in Bloom Palette. Eigentlich heißt ja in Bloom Herbst, beziehungsweise ein bisschen floral und so ist ja auch das Packaging gehalten. Aber sie ist drinne sehr neutral gehalten, wie man sehen kann. Ich jetzt nicht wundern, ich muss übrigens ab und an nach unten gucken auf den Bildschirm. Meine ist ziemlich dreckig, wie man sieht. Also die ist schon Jahre in Benutzung und ist auch wirklich eine Palette, die ist so ein Staple in meiner Sammlung. Die gebe ich niemals her. Und wie man sieht, es sind definitiv Brauntöne. Aber die Brauntöne haben einen leichten rosa Unterton, wie man erkennen kann hier unten. Und das ist es halt so für den Herbst, dass es so ein bisschen in das Rötliche teilweise geht. Braun, Rot oder wie ihr seht, was ich jetzt heute auf dem Auge habe, das ist so mein Sommer, mein Herbst. Da, siehst du jetzt, geht schon wieder los. Und ja, deshalb, ich finde, das ist eine sehr tolle Palette. Sie ist mega safe, vor allen Dingen für den Herbst. Also man kann ja auch hier nichts falsch machen. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Palette, die man eben fürs Büro nutzen kann oder also generell für die Arbeit nutzen kann, wenn man abends mal weggeht und man möchte nicht zu auffällig sein. Also wenn man ja nicht so der Farbenmensch ist, wenn man sich schminkt, sondern eher neutral halten möchte. Und das kann man mit ihr halt sehr, sehr gut. Man kann das Ganze aber auch dramatischer aufbauen, eben wenn man abends zum Beispiel weggeht oder so. Und deshalb wollte ich sie euch auf jeden Fall zeigen, weil das ist definitiv eine Palette, die safe durchgeht. So, ich glaube, wie gesagt, die gibt es noch. Ich schaue auf jeden Fall nach und alles, was ich finde, verlinke ich euch unten nochmal in der Infobox, beziehungsweise ich schreibe auch nochmal rein, wie die Paletten alle heißen, falls der ein oder andere eine nicht kennen sollte. So, und dann kommt die nächste kleine Palette und die habe ich für das, ich glaube, es ist jetzt mittlerweile das letzte Video, das ihr online gesehen habt, benutzt, und zwar von Dose of Colors, die Cutting Edge Palette. Dose of Colors macht auch wunderbare Lidschatten. Ich wollte auch ursprünglich die Friendcation Palette euch noch zeigen, aber dachte, okay, das ist noch schwieriger, an die ranzukommen. So, und das ist die Cutting Edge Palette. Und wie ihr sehen könnt, wow! Also erstens mal, es ist klar, so eine wie eine Art Army Palette, finde ich. Dieses Army Green, ich stehe da ja sehr drauf. Und ja, die Looks werden dann natürlich etwas grungiger, etwas dunkler. Aber zum Beispiel der Ton in der Mitte ist ein wirklich ganz, ganz toller Herbstton und lässt das Ganze dann auch ein bisschen wärmer wirken. Machen wir mal so. Und ja, Shimmer Shades sind wie immer der Hammer bei Dose of Colors. Also ich mag diese Palette echt sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ihr habt das in meinem letzten Video, müsstet ihr den Look sehen können. Ich kann es euch ja hier oben mal in dem i verlinken. Aber ja, also es ist eine sehr gute Palette für den Herbst. Sie hat nicht zu viel Auswahl für den einen oder anderen, der sagt, zu viele Farben überfordern mich wirklich und das kann ich einfach nicht. Das ist damit eine super Alternative und wie gesagt, passt halt perfekt in den Herbst, weil ich persönlich würde sie jetzt nicht so im Frühling benutzen. Das wäre mir too much. Also eine wunderbare Palette für den Herbst und ja, ist auch super zum Mitnehmen. Ich weiß nicht warum, aber ich bin aktuell etwas außer Atem andauernd. Ich hatte jetzt seit fast 4 Wochen keine Lymphdrainage mehr und werde ja in einer Woche wieder operiert. Und das merke ich jetzt so langsam. Also irgendwie, ich habe so richtig
weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ich merke das einfach so, wenn ich das lange Zeit nicht hatte. So, dann kommen wir zur dritten Palette. Und ich glaube, es gibt sie nicht mehr. Es tut mir leid, aber sie ist eine der besten Paletten für den Herbst für mich. Und zwar von Color Drain die Safari Rain Palette. Die sieht von außen so aus und von innen so. Und da haben wir auch alles dabei für den Herbst, wie man sehen kann. Also diese schönen warmen Farben. Dann haben wir wieder so einen Khaki-Ton, auch einen Khaki-Schimmerton. Dann ein Blau, das ich nicht wirklich beschreiben kann. Ein ganz tolles Braun. Und dann diese zwei wunderbaren Shimmer-Shades hier unten. Ich habe diese Palette auch reviewed, also da gibt es auch ein Video auf meinem Kanal zu. Color Drain hat mit einer der besten Lidschatten auf dem Markt. Und ja, das ist definitiv eine ganz tolle Palette für den Herbst. Wollte ich eigentlich heute benutzen, aber dachte, ich benutze den Elephant im Room, den Elefanten im Raum. Den seht ihr am Schluss. Ja, wie gesagt, das ist die Palette. Ich finde die großartig. Von der Qualität her, von der Farbauswahl her, ganz, ganz tolle Looks. Ich glaube, im Video damals kann es das sein, dass ich nur einen Look gemacht habe. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube, ich habe auch dieses Grün benutzt. Ich glaube, ich habe das Grün benutzt und ach, ich finde das so eine tolle Palette. Und ja, also ich finde, die hat alles, was man braucht im Herbst. Man kann das Ganze ein bisschen kühler halten, man kann das Ganze aber auch ein bisschen wärmer halten, aber einfach Farbe dabei haben. Und deshalb ist das eine tolle Wahl für mich für den Herbst. So, die nächste Palette gibt es, glaube ich, aktuell auch nicht mehr. Sie kam letztens nochmal zurück. Ich hoffe, sie kommt auch jetzt nochmal, weil sie passt ja jetzt wieder wie Faust aufs Auge. Und ich glaube, es ist so ziemlich ein Jahr her, dass sie auf den Markt kam. Und zwar von ColourPop und Raw Beauty Christie, die Add Forest Side Palette. Und wie man auch hier schon erkennen kann, das Ganze ist sehr gut für den Herbst. Alleine, dass es dieses Waldthema hat. Und da so Pilze drauf sind und so. Und gerade hier ist das Ganze eher so wirklich für den Herbst eher gedacht. Also so sieht die Palette von innen aus. Und auch hier alles, was man braucht. Wobei man hier sagen könnte, die ist vielleicht sogar ein bisschen ähnlich zu der Color Drain Palette. Man hat hier so diese gleichen Farben drin, dass das unten hier so ein bisschen kühler, blau stichig ist. Und dann hier diese tollen braunen Farben und den Goldschimmerton. Die Palette hat nur zwei Shimmer Shades. Ich finde, die passen aber ganz, ganz toll zu den matten Farben, also man kann da wirklich wunderbar mitarbeiten. Ich habe mir damals auch noch einen Creme-Eyeshadow, also diese, oh Gott, ich habe den Namen vergessen gerade, diese Oldschool Colourpop Shades, die in diesem Pöttchen kamen, habe ich mir damals einen mitgenommen, also beziehungsweise ich habe den jetzt zweimal mittlerweile und das ist auch eine richtig tolle Farbe. Da habe ich auch ein Bild mal auf Instagram mit hochgeladen, das kam sehr gut an bei euch, kann ich euch auch nochmal einblenden. Und ja, also wie gesagt, auch eine ganz, ganz tolle Palette für den Herbst. Kann man tolle Looks mit schminken, kann man was Natürliches machen, kann man aber auch abends ein bisschen aufpushen zum Beispiel. Oder einfach, wenn ihr generell Bock habt, könnt ihr das Ganze natürlich auch so machen. Und ja, auch eine wunderschöne Palette für den Herbst. So, dann kommen wir noch zu einer Palette, die auch so eine Palette ist, ohne die ich generell nicht mehr sein möchte. Und zwar von Dominique Cosmetics die Original Latte Palette, also die erste Latte Palette. Und die sieht von innen so aus. Tada! Und auch hier könnt ihr erkennen, sie hat wieder alles, was man braucht für den Herbst. Das Ganze ist ja ein Coffee-Thema, also ein Kaffee-Thema. Deshalb sind auch die Brauntöne wirklich schön braun, rotstichig, warme Farben. Und auch hier wieder so ein bläuliches, ich will als Petroleum sagen, aber ich glaube nicht, dass das die richtige Beschreibung ist. Aber mir gefällt vor allen Dingen dieser Ton hier in der Palette sehr, sehr gut, denn das finde ich sehr schön, dass man das Ganze so ein bisschen vertiefen kann damit. Dann haben wir drei sehr, sehr schöne Shimmer Shades, die auch ganz toll passen. Einen sehr hellen, einen mittleren und einen dunkleren. Dreckigen Shade, der Espresso Shade. Ich finde, der sieht immer aus wie so ein dreckiges Geldstück. Deshalb, ich mag das halt sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, die Brauntöne sind super, super, super schön für den Herbst. Ich liebe die Qualität von Dominique Cosmetics. Ist wirklich eine ganz, ganz tolle Art an Lidschatten damit zu arbeiten. Man kann ganz leicht arbeiten, man kann sie aber auch aufbauen. Man kann aber auch gleich den Pinsel vollhauen und das Ganze dann schön ausblenden. Also, ich habe wirklich gar keine Probleme. Und die Original-Latte-Palette ist immer noch so ein bisschen. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen ihr und der 2, würde ich mich dann für sie entscheiden, wenn ich sie mitnehmen müsste, obwohl die Latte-Palette eigentlich halt mein Inneres, sage ich mal, widerspiegelt. Die zweite, Entschuldigung. Aber ja, wenn man einfach
sicher sein muss, dann würde ich definitiv zu dieser Palette greifen. Und wie gesagt, sie ist meiner Meinung nach auch gut zum Verreisen. Also ich habe die auch schon mitgenommen. Die war auch schon mit in Berlin und die ist wirklich beat mittlerweile. Und ja, ich schwöre einfach sehr auf sie. Dann kommen wir zu einer Palette und hier konnte ich mich zwischen zwei nicht entscheiden. Zwischen dieser und ich sag mal ihrer so eine Art Schwesterpalette. So, und zwar habe ich mich hier für die Natasha Denona Sunrise Palette entschieden. Alleine das Packaging schreit natürlich schon nach dem Herbst und hier ist das Innere auch einfach herbstlich. Ja, also das ist so wirklich mit diesen tollen Gelbtönen einfach Herbst. Damit kriegt ihr ein Herbstblatt auf dem Auge nachgeschminkt. Auch hier gefallen mir die Shimmer Shades sehr, sehr gut. Ich hatte überlegt zwischen ihr und der Sendo Palette. Aber durch diese schönen Blautöne ist die Sendo nicht so herbstlich für mich. Also die Sendo hat eher in den Sommer, finde ich, gepasst. Deshalb habe ich mich für diese hier entschieden. Und ja, ich zeige sie euch natürlich nochmal von nahem. Auch zu ihr habe ich ein Video online schon öfters auch auf Instagram präsentiert. Also ich mag diese Größe von Natasha Denona echt sehr, sehr gerne. Wurde bisher auch noch nicht enttäuscht, dass ich sage, ich kaufe keine mehr von dieser Größe. Deshalb, ja. Finde ich das eine super Palette und wie gesagt, passt ganz toll in den Herbst. Rot, Gelb, Gold, also es ist alles mit drin. Es ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Palette, mit der man sehr schöne Looks hinbekommen kann, die meiner Meinung nach auch wieder reisefreundlich ist. Also sie ist jetzt nicht so groß, sie ist genauso groß wie meine Hand und deshalb finde ich, kann man sie schon echt ganz gut mitnehmen. Und ja, bin von der auch bisher noch nie enttäuscht worden und finde sie sehr, sehr schön. Dann kommt jetzt eine Palette, bei der war ich mir nicht so ganz sicher, soll ich sie in dieses Video packen oder nicht. Denn ich verbinde sie jedes Mal mit Weihnachten, aber auch nur, weil ich sie jetzt Jahre hintereinander an Weihnachten genutzt habe. Also ich habe immer mit ihr meinen Look für Weihnachten geschminkt. Aber trotz allem passen die Farben sehr, sehr gut in den Herbst. Und zwar auch von Natasha Denona meine Lieblingspalette, die Goldpalette. Ich sage Lieblingspalette, denn mittlerweile ist sie wirklich von ihr meine Lieblingspalette geworden. Eigentlich war das immer die große, die Green-Brown-Palette und oh mein Gott, wenn ich mich entscheiden müsste, würdet ihr mir das Leben sehr, sehr schwer machen damit. Aber die Gold, ich weiß nicht, vielleicht ist es halt wirklich, weil ich so an dieser Palette hänge, aber ich mag, also es ist eine der schönsten Paletten überhaupt, wie ihr seht, sie ist regelmäßig gut in Benutzung gewesen. Und ja, also alleine der Goldton fällt schon mal so krass auf, dass man sagt, der ist wunderbar für den Herbst. Auch hier wieder die Brauntöne wirklich sehr schön warm gehalten. Wir haben ein paar neutralere Blendetöne. Wir haben aber auch ganz tolle Shimmer-Shades. Ich halte es mal so, dass es nicht so sehr spiegelt, die ein bisschen zurückhaltender sind, so wie dieser hier oder der hier unten. Das ist auch ein ganz, ganz toller Shade. Aber das ist mein persönlicher Lieblingsshade, der hier oben. Die anderen allerdings sind auch wunderschön. Aber auch hier wieder dieses tolle Blau mit drin, auf das ich einfach total ab war. Und auch dieser Shimmer-Shade von dem Blau. Einfach genial. Und ja, also das ist so eine Palette. Das ist einfach so eine Wunschpalette. Da hat sie alles richtig gemacht für mich. Das ist die perfekteste Palette, die sie hat, um ehrlich zu sein. Keine andere ist so perfekt geworden wie diese Palette hier. Und sie war jetzt lange Zeit ausverkauft. Ich weiß nicht, ob das für den europäischen Markt auch so war, aber in Amerika ist sie jetzt wieder im Stock und es drehen alle durch und bestellen sie sich jetzt gerade. Ich schaue natürlich, wo ich sie für euch verlinken kann. Und wenn ihr sagt, ich habe ein paar Euros übrig und wollte schon immer mal eine Natasha Denona Palette, dann schaut auf jeden Fall nach dieser Palette hier, weil ihr könnt nichts falsch machen. Und ja, ist einfach ein wunderschöner Pick. Und ich ja, finde sie einfach grandios. Und sie gehört nicht nur wegen dem Packaging und dem Goldton innen in den Herbst, sondern sie ist einfach mein Teil von mir. So, dann kommen wir zu einer Palette, die auf den allerersten Blick nicht so Herbst schreit, aber mit der man ganz tolle Herbstlooks hinbekommen kann. Und zwar von Made by Mitchell, die Feet on the Ground Palette. Ja, das Äußere ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch bei der neuen Palette, die jetzt auf den Markt kam, die Milk Palette, da ist das Ganze diese schwarz-weißen Kuhflecken. Es macht mich schon immer echt sehr nervös, muss ich sagen. Aber ja, es ist halt sein Stil.
Hier außen finde ich es sogar nicht so schlimm, aber innen stört es mich halt schon extremst. Also wie man sieht, das Ganze ist auch hier innen vertreten und ich finde, das nimmt einfach so doll den Fokus von den Lidschatten selbst. Das ist wirklich blöd. Es ist ein Riesenspiegel dabei, den lassen wir jetzt mal beiseite. Es ist definitiv keine Reisepalette, da sie auch ein bisschen schwerer ist. Aber wie ihr seht, ist sie etwas grünlich angehaucht. Okay. Aber ich persönlich finde das sehr, sehr schön, wenn man diese dunklen, dreckigen Töne mischen kann mit einem etwas grünlicheren Ton. Gibt auch eine wunder, 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 wunderschöne Farbkombination. Aber dieser Gelbton hier ist out of this world. Kein Gelb wie dieser Gelbton habe ich je getestet. Also normalerweise verblenden die sich dann irgendwann so ein bisschen wie ins Nichts oder sind einfach sehr, sehr hell und können auch so ein bisschen limettegrünmäßig wirken. Aber dieses Gelb ist einfach gigantisch. Und ja, also man bekommt auch hier, finde ich, ganz, ganz tolle Herbstlooks hin. Ich wollte schon wieder Sommerlook sagen. Allein wenn man diesen Gelbton so ein bisschen verblendet, also ausblendet, gibt es ein ganz, ganz tolles Sunset mit dem Rot zusammen. Dieser Pflaumeton oder dieser, wobei das ist eher, das hier ist ein Pflaumeton, das ist ein Auberginenton. Der Auberginenton gemischt mit diesem Gelb, köstlich, einfach köstlich. Und dafür habt ihr halt hier oben diesen ganz, ganz tollen Shimmer-Shade, den kann man dazu noch benutzen. Aber wie gesagt, ich finde auch die grünen Shades hier unten richtig toll. Und auch hier haben wir wieder dieses bestimmte Blau. Vielleicht gravitiere ich auch so ein bisschen zu diesem Blau, ich weiß es nicht. Aber ja, also ich finde, man kann mit ihr ganz, ganz tolle Herbstlooks hinbekommen. Ich würde jetzt nicht dieses komplett grüne, helle Grün machen, dieses Limettenmäßige, das finde ich schon wieder so ein bisschen Frühling, sommermäßiger, weil das verbinde ich mit Cocktails und Cocktails verbinde ich mit schönem Wetter und draußen sein und nicht mit Kalt, Regen, Kaffee, Tee. Deshalb, ja, aber wie gesagt, man bekommt ganz, ganz tolle Herbstlooks mit ihr hin. Die Qualität der Lidschatten ist super, 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 super gut. Also wenn ihr auch noch keine von seiner Marke getestet habt, kann ich euch nur sagen, holt euch auf jeden Fall diese Palette. Die andere, die etwas bläulicher gehalten ist, die hat auch so ein, zwei super, super schöne Shades drin, aber das ist eher so die Palette, mit der man auch so ein bisschen alltagsmäßigere Looks hinbekommen kann. Ich freue mich auch jetzt schon wieder sehr auf die Milk-Palette, die zu testen und ja, was der kreative Geist da so raushaut, wollen wir auch mal sehen. Aber wie gesagt, also die Palette ist auch ganz toll für den Herbst. Sieht nicht so aus, aber ist sie definitiv. Kommen wir auch schon zu der vorletzten Palette. Auch hier habe ich keine Ahnung, ob diese Palette überhaupt noch erhältlich ist oder ob das eine limitierte Edition gewesen ist. Es gab dazu auch einen Gesichtsbronzer, der kam aber auch irgendwann mal wieder zurück. Deshalb, es könnte sein, dass es diese Palette definitiv irgendwo noch gibt. Wenn es sie gibt, ihr findet sie unten in der Infobox. Und zwar ist das eine Morphe-Palette und das ist die 35G Bronze Golds. Die kam für den Sommer raus, weil man da verkörpern wollte, dieses Bronzy Goddess Look, dieses Wet, Sweaty und keine Ahnung was. War für den Sommer jetzt nicht so mein Ding. Und so, ich muss mal schauen, wie ich sie halte. Ich schalte jetzt einfach mal falsch rum. So sieht das gute Stück von innen aus. Und für mich persönlich ist das halt einfach eine Herbstpalette, ne? Auch hier wieder ganz, ganz viele tolle braune Shades, die etwas rötlicher gehalten sind. Super schöne Shimmer-Shades, mit denen man nichts falsch machen kann. Ihr könnt zigtausend Looks damit machen. Ihr könnt alles Mögliche miteinander mischen. Ich finde, es gibt keine Farbe, die nicht zu der anderen passt. Ihr habt eine ganz tolle Auswahl. Das ist eine Palette, die auch von der Qualität her super, super, super gut ist. Also wirklich, das ist eine Morphe-Palette, bei der ich sage, geil. So geht es mir persönlich auch bei den Jaclyn Hill-Paletten. Aber ja, das ist diese Palette von innen. Also super schön, kann man auch wieder sagen. Ist wirklich so eine Safe-Palette für den Herbst. Die kann man sich immer rausholen und man wird immer super gut zu der Jahreszeit passen. Man kann nichts falsch machen mit ihr. Auch hier wieder, sie ist ein bisschen größer. Deshalb weiß ich nicht, zum Verreisen zum Beispiel jetzt nicht so ideal. Aber wunder, wunderschöne Palette, wie gesagt. Und falls ihr die noch nicht habt oder nicht auf dem Schirm habt, schaut sie euch auf jeden Fall mal an. Wie gesagt, ich verlinke sie euch unten, wenn ich sie finden sollte. Vielleicht sogar auch auf eBay oder so, wenn das irgendjemand sieht, wenn man die verkauft. Wie gesagt, man kann nichts falsch machen und man hat eigentlich für den Rest seines Lebens genug Shades, um im Herbst gestylt rumzulaufen. So,
Dann kommen wir zu der letzten Palette und das ist auch der Elefant im Raum, den ich jetzt gerade auf den Augen trage und den wollte ich mir definitiv bis zum Schluss aufheben, weil sie ist auch das neueste Stück in meiner Sammlung für den Herbst und zwar von Be Perfect und Stacy Marie, die neue Carnival The Antidote Palette. Ich glaube, oh Gott, jetzt habe ich gegen das Mikrofon gehauen, Entschuldigung, seit langer Zeit wieder mal so ein Ding, wo man sagt, Note 1 getroffen, bitte setzen. Also hier ist alles dabei, was man für den Herbst definitiv braucht. Wie gesagt, ich habe sie auch gerade jetzt wieder auf den Augen. Es lässt sich so schnell und so einfach mit dieser Palette arbeiten. Die haben wirklich eine super Qualität, diese Lidschatten. Und man kann das Ganze super toll ausblenden. Ich persönlich habe das jetzt auch hier außen wieder so gemacht. Ich stampe zuerst den Shape quasi, also die Form des Lidschattens, die ich haben möchte, und verblende dann ein bisschen nach außen aus und trage dann die nächste Farbe auf. Zum Beispiel trage ich halt dann immer die hellere Farbe auf. Und dann gehe ich nochmal hin und trage die dunkelste Farbe auf. Und voilà! Und wie ihr wisst, diese Augenform passt für mich. Für mein Gesicht am besten. Ich liebe das einfach und ich will never stop doing that. Ja, das ist, wie gesagt, gerade so. Ich gehe mal so ein Stück zurück. Da kann man immer mal so ein bisschen besser dann noch die Farben erkennen. Das ist halt so ein Look, das ist für mich Herbst. Ja, das trage ich sehr, sehr gerne im Herbst und da könnte ich einfach nur reinhauen und noch mehr Farben auftragen, bis zum geht nicht mehr. Ja, also wie gesagt, auch wunderschön. Ich habe heute allerdings mal den Venom Shade genommen. Das ist dieses tolle dunkle Grün, das so ein bisschen auch einen dreckigeren Effekt hat, was ich vorhin schon vorgezeigt hatte. Den dann jetzt auf den ersten Blick nicht so wirklich mit diesen Farben hier kombinieren würde. Aber wie ihr seht, es passt super, super gut zusammen. Also ich bin wirklich begeistert davon gewesen und musste das Ganze so machen. Wie gesagt, ihr habt hier auch alles dabei, was man für den Herbst braucht. Ja, es ist eine große Palette, definitiv. Viele haben damit Probleme, habe ich jetzt auch in den Kommentaren zu dem Video gelesen und sagen, das ist mir zu groß, das ist mir zu viel Auswahl, das überfordert mich. Das kommt halt ganz drauf an, wie man halt selber ist, ne? Braucht man das nicht? Also ich persönlich habe damit halt keine Probleme. Im Gegenteil, mir, wenn ich das sehe, umso mehr Farben in einer Palette sind, umso besser geht es mir eigentlich, weil ich weiß, okay, oh mein Gott, du kannst dich richtig austoben. Das Ganze kann aber auch zeitlich sehr intensiv werden. Also auch vorhin, ich saß fast eine Stunde und habe mich geschminkt, weil das einfach immer mehr wurde. Ihr seht, ich habe auch keine Fake Lashes drauf. Das wollte ich eigentlich tun, nachdem ich gemerkt habe, wie exzessiv ich geworden bin. Aber ich hatte keine Lust. Weil ich muss das Ganze ja jetzt eh gleich wieder abmachen, wenn ich dann Haare waschen gehe und so. Weil so kann ich heute nicht mit meinem Freund vor die Tür. Ich glaube, der sagt dann, ciao, Alte, ich bleib hier. Deshalb werde ich das natürlich gleich wieder abmachen. Aber man kann halt echt so viel verschiedene Sachen machen. Und wie gesagt, für mich ist es einfach so, wenn ich viele Farben zur Auswahl habe, fühlt sich mein kreativer Geist einfach geweckt und herausgefordert quasi. Also mich freut das total. Ich liebe das, umso mehr Shades, umso besser quasi. Bei kleinen Paletten hast du halt nur eine begrenzte Möglichkeit an Kombinationen, die du machen kannst. Irgendwann hast du alles quasi schon mal durch. Aber bei groß ist es für mich einfach geil und ich liebe das. Ich würde allerdings mit dieser Palette nie verreisen, falls ihr versteht, was ich meine. Also die ist einfach viel zu groß, um Gottes Willen. Aber für hier so zu Hause, um sich fertig zu machen, einfach genial. Und wie gesagt, ich stehe halt da drauf, wenn das mehrere Töne sind. Meiner Meinung nach sind die auch alle unterschiedlich, die Farben da drin natürlich. Also klar, es hat jeder Ton nochmal seinen eigenen Unterton. Es wird ein bisschen wärmlicher, es wird ein bisschen kühler oder es wird tatsächlich sogar ein bisschen rosastichiger. Also der eine Ton, wie gesagt, ich habe ihn auch heute wieder benutzt und zwar den Sweet Cheeks. Dieser Ton hier, der sieht doch so schön rot und rostig hier drin aus. Und der wird einfach fast rosa. Also den habe ich jetzt nur noch hier drunter so ganz leicht und habe dann halt die anderen Farben drüber geblendet, dass es rötlicher wird. Aber der wird ein bisschen rosastichiger, als er im Pan aussieht. Das Ganze ist mir ja zum Beispiel in dem Video zu der Palette auch passiert, dass ich fast rosa ausgesehen habe. Aber ja, also für mich die beste Karnevalpalette. Ich mag sie noch mehr als die mit den bunten Farben drin. Weil das einfach so ein Ding ist, das kannst du immer mal benutzen oder kannst das theoretisch auch mischen. Also
Das mache ich halt auch ganz gerne, dass ich jetzt zum Beispiel heute, nehmen wir mal an, die Add Forest Side Palette genommen hätte und hätte mir aber hier draus ein Shimmer Shade genommen oder so. Das mache ich oft, das mache ich sehr gerne. Und ja, Make-up has no rules. Ja, ihr Lieben, das waren dann meine Top 10 Lidschattenpaletten für den Herbst. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was sind denn eure Top 10 oder Top 3 oder was ist eure Lieblingspalette für den Herbst? Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Was sagt ihr zu meiner Auswahl? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und falls du mich da schaust und bist noch kein Abonnent von mir, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mich abonnieren würdest und auf meinem kleinen Kanal dabei bist. Bleibt gesund, meine Hübschen. Bis zum nächsten Mal. Mua. Tschüss. Macht's gut.